So Leute, herzlich willkommen. Es ist wieder soweit, neues Video. Ja, ich habe wieder ein bisschen was gekriegt und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache trotzdem vor das eigentliche BEC-Kit ein Video, weil viele wissen ja vom letzten Video, dass ja das BEC-Kit sich verzögert und erst, ja hoffentlich eben, Stand ist immer nur gleich, Ende Januar, Anfang Februar kommt. Und ja, ich habe jetzt wieder ein bisschen was gekriegt. Heute zeige ich Ihnen quasi eigentlich nochmal ein paar Teile, was ich jetzt gekriegt habe. Und ja, heute will ich endlich einmal die Farbe releasen. Ja, ich spare euch nicht lange auf die Folter. Ich habe es da schon ein bisschen aufgebaut heute. Ja, wie ihr seht, ist ja ein Haufen Zeug. Aber ja, ziemlich geil. Ja Leute, es wird die Farbe rot, viele haben schon vermutet, denke ich. Ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt bei der blauen, bei der 300er, ja, Regenbogen. Kann man nicht lang sehen, glaube ich, sieht man sich schnell satt. Deswegen ist es rot geworden. Ich habe wirklich, vielleicht kurze Story dazu, ich wollte es tatsächlich Anfang an mal grün machen. Und halt, ja, grün, schwarz, weiß. Und wer mir eben auf Instagram folgt, der hat vielleicht mitgekriegt, dass ich mal so Photoshop oder also Konzeptzeichnungen oder Photoshop-Bilder gemacht habe. Ich blende sie mal ein. Und da waren noch ein paar Farben, eben grün, rot, ich glaube schwarz, gelb. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Ich habe eigentlich immer auf grün tendiert, aber die Community ist natürlich auch da, um gewisse Entscheidungen vielleicht auch ein bisschen abzunehmen. Und man will auch ein bisschen das machen, was natürlich der Community gefällt, weil immerhin ist es ja ein bisschen ein Community-Projekt. Wenn man die Kommentare so durchgegangen ist, haben quasi, glaube ich, um die 80% oder 70% haben rot gesagt. Ja, es war dann noch nicht ganz fest mit dem Rot, weil ich eben schauen musste, ob es die Teile dann in Rot gibt oder ob dann eher grün. Aber schlussendlich bin ich jetzt einfach gegangen und ja, Leute, schaut es ja, ich muss echt sagen, war eine gute Entscheidung. Genau, also wer es vielleicht jetzt schon mitgekriegt hat, oder man sieht es ja schon jetzt ein bisschen. Bremsanlage, diesmal Leute, keine 4 Kolben, keine 6 Kolben, sondern eine Doppelbremsanlage von Cobra. In Zusammenarbeit mit Cobra habe ich da quasi, machen wir da eine Doppelbremsanlage rein. Richtig krasses Teil, Leute. Ja, ich bin gespannt. Zusätzlich, wenn man natürlich Doppelbremsanlage hat, heißt natürlich, man braucht eine andere Narbe. Deswegen habe ich quasi die zusätzliche Narbe gekriegt, um eben dann die, ja, die Bremsscheiben links und rechts jeweils, ja, drauf zu machen. Ebenso sind eben dann die Gabelfüße dabei, weil das mache ich dann mit Flow-Suspension. Da kriegt es dann das Fahrwerk, wo jetzt mittlerweile auch fertig ist, kriegt dann eben die speziellen Gabelfüße. Also das war alles schon, es ist nicht so einfach Plug and Play, sondern da kann man schon ein bisschen was machen. Genau, und dadurch, dass natürlich die Doppelbremsanlage Platz braucht, brauche ich auch eine Gabelbrücke und die habe ich eben auch von Cobra gekriegt. Also richtig geil, auch Doppelklemmen, beziehungsweise zweiteilig. Dadurch habe ich eben, weil es Platz braucht, die Bremsanlage, habe ich da gleich eine Supermoto Gabelbrücke, sprich die ist 200 mm, 20 cm auseinander. Ich bin echt gespannt mit dem Fahrverhalten, auch die Bremsanlage. Also einfach top. Ich bin echt gespannt, Leute, und schon allein wie es ausschaut, einfach extrem edel, extrem clean. Ich meine, die ein paar Schrauben will ich vielleicht selber nochmal beschichten dann, um einfach das Blanke wegzubekommen. Aber grundsätzlich bin ich echt hochzufrieden. Ich bin gespannt, wie sich das fahren lässt. Ich denke absolut geil, weil es halt nicht mehr, weil es halt wirklich zentral, also ja, mittig ist, sondern nicht mehr einseitig ist. Ich meine, ich werde es vielleicht nicht merken, aber ich hatte einfach Bock auf die Anlage, ich weiß halt auch wieder was anderes ist. Und ja, einfach extrem geil ausschaut. Ja, und im Zusammenhang, um natürlich, dass das Ding auch fährt, habe ich von Falco Felgen zur Verfügung gestellt bekommen. Ich muss sagen, schaut echt geil aus. Und das natürlich in Kombination mit Metzeler, da habe ich ja sowieso schon meine ganzen Reifen. Diesmal, Leute, ja, eben auch, wie ihr es auf Instagram mitgekriegt habt, diesmal mit Slicks. Ja, ich wollte es einfach mal testen, habe ich Bock drauf, vielleicht fahre ich mal auf der Strecke oder so. Bin gespannt, ein paar habe ich schon gewarnt, ich soll aufpassen auf der Straße, dass sie richtig warm sind, aber ich denke, dafür kriege ich schon ein Gefühl.
Eben Stichwort Folgen, da werden jetzt dann viele fragen, ob es dafür Gutachten gibt. Für die Folgen gibt es leider kein Gutachten. Aber ich sage mal, von der BRC Herzki ist eh alles wurscht, weil auch die Bremsanlage und so gibt es leider auch kein Gutachten. Aber mir ist das grundsätzlich, ja, mir ist bei dem Projekt einfach wurscht. Legalität ist da eher ja, außen vor. Genau. Ja Leute, jetzt habe ich lang verzählt. Ja, lassen wir es einfach mal wirken, das ganze Zeug. Ich bin gespannt, wie es komplett ausschaut. Auch eben jetzt das Rote mit dem roten Design, das Weinrote, das schaut so geil aus. Also ich fahre es umso mehr, umso öfter, dass ich sehe. Ich denke, mehr braucht man eigentlich dazu, jetzt nur noch erzählen. Reifen von Metzeler, diesmal Slicks. Gabelbrücke 200er, eben durch die Bremsanlage, Doppelbremsanlage. Die Gabelphysik kommen jetzt noch zur Flusssuspension. Das Fahrwerk ist nämlich auch schon fertig, wie gesagt, vom Beschichten. Das wird auch nochmal richtig geil, Leute. Ich habe schon Bilder gesehen. Puh, also ich freue mich richtig, das Ding fertig ist. Einfach ein anderes Level, ich sag's euch. Genau, was ich jetzt machen will, ist jetzt eben einmal die Vorderfolge einspeichern. Wie gesagt, da braucht man ja die andere Narbe. Das habe ich eben von Falco uneingespeichert bekommen, die Vorderfolge. Und speichern, so habe ich schon da. Nippel, Speicher und Nippel. Und das ist der nächste Schritt. Reifen drauf, Fahrwerk. Dann bekomme ich irgendwann einen Rahmen. Der müsste, glaube ich, auch in ein, zwei Wochen fertig sein. Und dann kann ich das Ding langsam mal anfangen zusammenzubauen. Die Schwinge haben wir letztes Video schon gesehen. Auch einfach haben wir die Kombination. Ich bin so gespannt, Leute. Ich denke, ihr auch. Also Leute, ich denke, das war es jetzt eigentlich mal mit dem Video. An dieser Stelle echt fettes Danke an Cobra für die Bremsanlage, Doppelbremsanlage eben. Die Gabelbrücke, wo es übrigens jetzt neu gibt, also schaut da genau mal vorbei. Dann Falco, echt geil, die Folgen. Bin auch gespannt, wie sie fahren lassen. Und ja, wie immer Metzeler auch dabei mit den Reifen, auch schon bei Enduro, bei 300 Projekt. Immer guter Partner. Ich bin gespannt, Leute, es wird geil. Ansonsten, Leute, denkt dran. Mein Code bei KTM Shop 24, Husky Shop 24 und Motorradersatzteile 24 könnt ihr euch eben mit meinem Code 17 immer die 10% sparen, eben bei KTM oder Husky, Originalersatzteile, Motorradersatzteile 24 eben dann Aftermarket Produkte, Bremsen, habe ich ja auch viel Sachen zur Verfügung gestellt bekommen. Genau, dadurch supportet mich auch ein bisschen. Ja Leute, ich hoffe euch hat es gefallen. Folgt mir auf Instagram, da kriegt ihr alles immer ein bisschen eher mit. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Euer Sepp von Hasler. Ciao.